Alpen kennen die meisten Menschen nur als Hecken oder vielleicht als Solitärbüsche. Dass die Eibe eine gute Heilpflanze ist, wissen die meisten Menschen nicht, denn sie ist sehr, sehr giftig. Als man feststellte, dass in der Eibe ein Inhaltsstoff ist, der gegen Krebs wirkte, hat man das weiter untersucht und leider dadurch ganz, ganz viele Eiben fast ausgerottet, sodass man dann später dazu übergegangen ist, den Inhaltsstoff synthetisch nachzubauen und wir dadurch eine ganz gute Möglichkeit haben, in der Krebstherapie mit dem Inhaltsstoff der Eibe zu arbeiten.